Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Threat JD Command American Civil War gegen Darok. Schaut bei ihm vorbei, lohnt sich. Ist wieder ein paar Tage vergangen, es ist halt zwischen Neujahr, Weihnachten, Neujahr und so um die Richtung. Hat jeder Schwierigkeiten. Aha, da ist er gelandet. Er hat zumindest gesagt, dass der Schwierigkeiten aktuell hat, weil er das Gefühl hat, dass ich zu viel vorausdenke. Okay. Das ist. Das könnte. Nee. Schade. Das war gut. Stimmt, da haben wir sie eingekesselt. Der hat ja jetzt auch sein HQ. Und der hat jetzt Stufe 2. Oh, das ist gut. Den kriegen wir. Den kriegen wir, den Burschen. Aber die Marinelandung da. Ist tendenziell ein Problem, aber kein großes. Problem ist nur, der kann halt jederzeit wieder eintüten und wegfahren. Also müssten wir davon ausgehen, dass der noch Anderslandungen machen will. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir das hier bekämpfen. Ah, okay, der hat hier auf jeden Fall schon mal einen Punkt, wo er Nachschub bekommt. Das ist ja tendenziell schon mal schlecht. Aber nicht schlimm, ich kann nicht jede Siedlung hier verteidigen, das ist einfach so. Das ist so ziemlich ein Ding des Unmöglichen. So, jetzt kommen wir erstmal rein. Also, du gehst jetzt erstmal nach oben. Unterstellen, unterstellen, unterstellen. Unterstellen. Der wird aber tendenziell jetzt bei jeder Einheit Stufe 2 Infanterieausrüstung haben. Der hätte also viel besser forschen können wie ich. Das ist super schlecht. Ich gehe mal kurz nach da. Ja. So sieht's aus. Was ist das denn? Ein Hügel. Da gehen wir rein. So. In den Bergen sollte er mich ja nicht angreifen können. Wir könnten dieses Dorf hier tendenziell schon mal sichern. Oder wir bleiben hier. Sicher dieses Dorf. Das Problem. Ich komme hier fast hin. Wisst ihr was? Der hier positioniert sich mal nach hier. Und dann gehst du nach da. Dann kann er nach hier. Dann kann er das hier schon mal nicht mehr holen. Und dieser Armee muss reichen, um das da Platz zu machen. Okay. Alter. Ich muss mit Pfeiltasten. So. Also, okay. Wir können da noch nicht rein. Wer ist denn jetzt erstmal tendenziell unter meiner Kontrolle? So. Also du musst weg. Wir könnten ihn hier umzingeln. Okay, Springfield haben wir geholt. Bolivia hat da. Ihn hier würde ich eigentlich gerne heilen, weil ich glaube, der Angriff hier drauf bringt sonst nichts. Ich würde aber auch gerne hier reingehen. Weshalb ich so. Genau. Ja, dadurch machst du nämlich zwei Schaden gegen den. Das ist nämlich genau das, was ich erreichen will. Bist du unter seiner Kontrolle? Du bist unter seiner Kontrolle nicht. Du musst nicht unter seiner Kontrolle sein. Du wärst schon sinnvoll. Dann kannst du nämlich den letzten... Nein. Dann gehst du nämlich da rein. Ähm
Du gehst mal nach hier. Hier. Wie viele Punkte hast du? 5. Wenn ich mich jetzt hier platziere, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das mit dem Nachschub nächste Runde aussieht. 7. Na, das ist jetzt schon mal eine schöne Position. Ja, sehr gut. 5. 1, 2, 3, 4. Hier wäre 7, da wäre 6. Ich habe jetzt mal kurz lieber die 7. So. Die Infanterie könnte da nächste Runde noch agieren. Dann hätten wir den hier rausgenommen. Der sollte ja nächsten. Ah, wohl, der verliert ja nur eins, ne? Okay. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Hier läuft es eigentlich auch ganz nett, ne? 5. Da haben wir den Burschen. Da ich da nächste Runde nicht scouten kann. Moment. So, weil du machst nämlich schönen Schaden. Dann kriegst du nämlich Erfahrung. Werter Longstreet. Du gehst nach hier. So, jetzt haben wir diesen Vormarsch hier auf jeden Fall nach Memphis vereitelt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Träumchen. Du musst auf jeden Fall dich zurückziehen. Du machst keinen Sinn, da zu bleiben. Du frischst dich auf. Du kriegst bessere Waffen. Und 1 zu 1 ist gar nicht, was ich will. halbautomatisch. Du bist unter Kontrolle. Du bist jetzt unter Kontrolle? Jetzt ist die Frage. Ich könnte mich hier platzieren. Oder hier. Da bin ich sogar noch im Hügel. Und ihn nach da bringen, um diese Stellung zu verteidigen. Andererseits könnte ich ihn hier schnell nach hier links verlegen. Und eine Brigade reicht ja erstmal aus, um es zu verteidigen. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal Lee noch, ne? Müssen wir mal gucken. Ich muss aber auf jeden Fall hier eigentlich noch was tun. Ich bin jetzt zwei Sachen am Überlegen. Andererseits. Ich könnte ihn auffrischen. Würde mich aber eigentlich nur die 8 Punkte kosten, weil er hat nächste Runde einen vorbereiteten Angriff, womit er hier angreifen kann. Ach, lustig. Ich habe einen Fehler im Spiel entdeckt. Also, was heißt ein Fehler? Aber ein Fehler, den er gemacht hat, entdeckt. Der hat ja theoretisch 10 Nachschub, wenn er landet. Und dadurch, dass er jetzt hier gelandet ist und hier nur 3 Nachschub ist, kriegt er automatisch den wenigeren Nachschub. Hochgradig interessant. Ob das jetzt ein Fehler im Spiel ist oder so gewollt, das kann ich jetzt gar nicht mal beurteilen. Ich finde es nur gerade sehr interessant. Okay.
Sich hier zu positionieren? Ich weiß nicht. Break. Vielleicht auf jeden Fall den hier unter Kontrolle, den Burschen. Und da der keine Anzeichen macht, eigentlich hier anzugreifen, könnte man eigentlich da bleiben. Ich bräuchte hier das Bötchen. Ja, das Haku. Könnte ich hier platzieren? Oder, warte, wie gut ist denn dieses Haku? Das ist ein Neuner. Ein Neuner ist eigentlich hier verschwendet, ne? Hier in dem Bereich. Oh! Ah, Moment, jetzt müssen wir mal ganz scharf drüber nachdenken. Wie greifen wir an? Also den hier würde ich schon mal so mitnehmen. Dadurch ist er ziemlich frei. Und dann würde ich ihn mitnehmen. Mit der Brigade? Das funktioniert nicht. Dieser Angriff ist so geil. Eigentlich. Ah, nee, jetzt. Ah, wobei ich es nicht geil. Diese. Der hat hier Gebirgsjäger. Ergeben keinen Sinn. Will ich hiervon? Ich könnte den Bogart hierhin bringen. Dann kann ich hier reinrücken. Was kostet mich das denn? 70 Punkte. Und dann könnte ich den Neuner General nämlich nach hier bringen. Den Lee. Der wäre da schon mal nicht verkehrt. Andererseits, ich brauche hier unbedingt Truppen. Ich meine, kriege ich nächste Runde Truppen noch? Weil das hier gefällt mir nicht. Juni. Ich krieg diesen Monat keine Truppen mehr. Schlecht. Schlecht. Also das heißt, dieser Trupp, der sollte hier bleiben. Und was ich hiermit mache. Ich müsste da jemanden hinbringen, aber den hier definitiv nicht. Andererseits will ich den jetzt hier auch nicht loswerden. So nach oben. Theoretisch könnte man hier aber. Die Front haben auf jeden Fall erstmal ein paar Runden geklärt. Ich wollte hier eigentlich den anderen hinsetzen, aber ja, ist egal. Gut, dann geht er jetzt hier hin, dann kann er nächste Runde verlegt werden. Nach hier. Das sind hier, glaube ich, zwei oder drei Einheiten nur. Der muss hier stehen bleiben, die zwei kann ich dann verwenden, da reinzugehen und den kann ich von unten verwenden. Okay. Das ist gut.
Du musst auf jeden Fall aufgefrischt werden. Was mache ich wegen der Landung? Den hier könnte ich nehmen. Den kann ich aber nicht verlegen, weil er sich nicht auf einer Schiene befindet. Geil. Du kannst nicht dahin laufen. Ich könnte ihn verlegen. Dann gehe ich hier mit dem General wieder rein. Der sollte mich normalerweise in einer Festung nicht one-shotten können. Wie sieht es mit dem Nachschub da unten aus jetzt? Gar nicht mal so geil. Den kann ich ja nicht da wegziehen. Die Sache ist die, was will der hier erreichen? Dieses Fort kriegt er zerstört. Das kann ich eh nicht verhindern. Das ist unmöglich. Der kann dieses Dorf halten. Er kann mit Verstärkungen eintreffen und dann theoretisch Sylvaner von Süden aus angreifen. Dann hätte er aber direkt hier schon landen können. Hätte aber natürlich keinen Nachschubspot gehabt. Andererseits, der hat halt hier keinen Hafen. Er kann also nur Verstärkungen ranbringen, die Landungen machen können. Was immer sehr, sehr teuer ist. Also ich werde hier schon mal auffrischen. Mal gucken, was funktioniert. Er könnte in den Süden laufen, Brunswick oder sowas einnehmen. Dann könnte ich aber tendenziell immer noch hingehen, einfach demnächst ihn hier nach unten verlegen. Ne, ihn nächste Runde auffallen und danach hier runter verlegen. Ich weiß jetzt aber auch, dass er solche Landungen macht. Also werde ich ihm das jetzt das da, das da. Oh, schön. Danke sehr. Ich werde jetzt auch die, die jetzt mit einem Feld zu erreichen sind, aufwerten. Werden wahrscheinlich gar nicht mal so viele sein. Falls er Tampa einnehmen will, habe ich keinen Bock drauf, dass er das jetzt. Jedenfalls nicht, dass er das leicht hinbekommt. Ne, erobern darf er das. Genauso wie das hier. Aber er soll es ja nicht leicht haben. Den habe ich jetzt aufgewertet. Und hier passiert überall nichts. Er könnte natürlich tendenziell noch hier stehen, aber dann wird er sich selber einkreisen lassen. Und der hat jetzt gerade hier eine auf die Matte bekommen. Darum sollte er tendenziell eigentlich hier nichts machen können. So, hier ist noch ein Problem. Hier passt's. Aber das beantwortet jetzt nicht die Frage, was ich jetzt mir mit der Karagut, Marineeinheit mache. Wollen wir erstmal beobachten? Weil den da rauszuprügeln, ein Dorf, was keinen Wert hat, weil das ist ja noch, hier hätte er wenigstens 2 MPP, aber das ist ja sowas. Okay, Kriegsgeist wert 2. Joa, dann lass mir ihn einfach. Das ist jetzt eigentlich, ich glaube, natürlich. Durch die Logik, die wir jetzt gerade haben, dass der auch überall so gerne landet, müssten wir vielleicht noch die ein oder andere Stellung wie hier. Also ein Hafen wäre wesentlich dramatischer gewesen, ne? Also hätte er das hier eingenommen, das wäre ein größeres Problem. Der ist nämlich in der Nähe von Rayleigh. Andererseits, der kommt hier rein, der kommt da nicht rein. Also wäre das auch egal.
aber hat eigentlich nur völlig unbedeutendes Ziel erobert. Okay, akzeptieren wir einfach. Soll er selber sich da mit dem Nichts drum prügeln? So, wir haben 150 Punkte. Wir könnten die Infanteriekriegsführung machen, tendenziell. Das ist halt die Artillerieverteidigung. Das ist das, was mich daran interessiert. Andererseits, die Feldtelegrafie ist halt mit der Reichweite. Ne? Erhöht die Befehlshaber Reichweite und deren Produktionslimit pro Stufe um 1. Gut, wir haben eigentlich keine Produktionsprobleme da. Panzerschiffe. Jede Stufe erhöht die Seeangriffs- und U-Boot-Verteidigungswerte für alle Panzerschiffe für 1. Für Monitore, was für Monitore und Panzerschiffe pro Stufe um 1, für Panzerschiffe plus 2. Und auf Angriffs- und U-Boot-Verteidigungswerte. Jede Stufe Fortangriffe, ja. Wir könnten wahrscheinlich einen Ballon holen. Aber ich glaube, ich hole mir doch lieber die Feldtelegrafie. Das ist halt, das gibt jede Einheit, die ich besitze und an meiner Kontrolle habe, einen Bonus. So. Den Ballon. Ich weiß gar nicht, ob ich den Ballon brauche. Denn wo soll ich den einsetzen aktuell? Hier habe ich nicht genügend Kampfkraft, um eine Offensive zu beginnen. Ich könnte ihn da platzieren. Ihn hier. Da kann er tendenziell nach da. Dann ist höchstens Hopfield angreifbar, aber durch die Masse, die sich hier befindet, sollte das da einfach wieder zu beherrschen sein. Ja. Er hier sollte auf jeden Fall nach hier, dass dieser Weg nach unten versperrt ist. Dann können die drei da weg. Ja, da haben wir schon mal was. Dann haben wir sogar vielleicht hier tendenziell Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, okay. Hier greifen wir den nächsten an. Also ich habe keinen Punkt, wo ich sage, jo, das lohnt sich. Ich brauche sogar tendenziell da Unterstützung demnächst, ne? Ich glaube nicht, dass der erstmal hier angreifen kann. Darum geht die Brigade erstmal nach hier. Hügel. Wald. Aber so ein Schmanker wird er mir nicht nochmal geben mit diesen zwei Einheiten. Na gut. So. Meine Boote kommen wann? Du kommst bei November. November. Ich habe nur ein Schiff mir geholt. Ich kann nicht mehr schnell fahren. Andererseits, er hält jetzt ihn gerade davon ab, hier reinzufahren. Blockiert hier. Die Kanonenboote sind da oder hier. Eigentlich würde ich sehr gerne mal nicht hier nach da unten düsen, aber das passt. Ich könnte tendenziell überlegen, noch so eins zu holen. Ach nee, ich habe davon eins geholt. Ich habe ein Panzerschiff geholt und das habe ich ja verkauft. Mich verkauft, glaube ich, ne? Ja, okay, passt. Dann habe ich zwei große Schiffe, sage ich jetzt mal so. Wir können tendenziell davon drei Stück holen. Oder ein Korps oder eine Division. Da ich aber momentan eher auf Masse brauche, würde ich fast schon die Division bevorzugen, weil ich einfach zu viele Baustellen habe. Und eine Offensive sehe ich uns nicht. Da bräuchte ich mal langsam nämlich auch mal Geschütze und ich sehe mich eher so, ich ziehe mich zurück und gebe dem auf den Sack, wenn er einen Fehler macht. So. Und das kann ich eher mit Masse anstelle mit Klasse. Besonders,
Er hat ja jetzt hier erstmal also Cores und maximal eine Division, wenn nicht noch eine zweite. Der konzentriert sich hier also wirklich da, wo ich am meisten Probleme hätte, eher mit leichten Einheiten. Und besonders den hier, den verstehe ich ja auch nicht. Den hier, das wäre ein Problem. Den hier. Und nicht die leichten Einheiten. Hier könnt ihr ihn auch nicht gebrauchen. Hier könnt ihr ihn auch wieder gebrauchen. Oder ganz links, ne? Da könnt ihr natürlich auch hier einsetzen. Beziehungsweise hier in dem Bereich. Aber da, wo der sich befindet, da ist der mir eigentlich sogar ganz recht. Würde ich sogar überlegen, den überhaupt noch nicht mal zu killen. Ich könnte dem gut Schaden geben. Vier. Ich glaube, ich lasse mir das mit dem Lee übrig, dass wenn ich den Lee hier hingebracht habe, dann kann ich mit vier hier geben. Dann sage ich jetzt mal, gibt er nochmal zwei, dann sechs. Acht und dann haben wir hier nochmal einen. Also es könnte theoretisch reichen. Ah, der ist nicht unter Kontrolle, okay. Okay. Ja, also wir können ja erstmal ganz entspannt die S-Division. Achso, die French. Die French S. French S. Ja, wir müssen auch mal demnächst dann doch nochmal, auch wenn es sehr, sehr teuer ist, diese Cores holen, ne? Weil ich habe das ja letztes Mal schon, wo ich als Union-Spieler war, gesehen, die können halt schon echt einen guten Schaden verursachen, ne? Also wenn wir die ein paar von hier an dieser Front hätten, von dem Gegner, wäre nicht schön. Andererseits, wenn wir die hätten, könnten wir ihm hier gute Verluste zufügen. Aber eigentlich fehlt mir die Artillerie dafür, um eine effektive Front zu verursachen, ne? Andererseits, ihr seht, hätt jetzt die Gelegenheit. Ah, okay, Moment. Ich müsste diese Gelegenheit jetzt nutzen. Wieso hat er die Gewehre? Infanterieangriff 2,5 minus 2. Mit 0,5 plus 40. Ich habe 2 gegen Infanterie. Ich habe diesen vorbereiteten Angriff, das sind diese 40%. Mal ganz kurz überlegen. 90. Okay. Also ganz lohnt tut sich das nicht, aber ich würde zu gerne wissen, was er hier für einen Angriffswert gegen ihn hätte. Au! Zu einem großen. Hat sich die Frage wohl beantwortet? Den fällt hier 2. Der kann nicht schnell, okay. Der hätte den vorbereiteten Angriff. Hier muss der rein angreifen und dann muss der mir 5 Schaden geben. Kann der mir 5 Schaden geben? Und danach da reinspazieren in Fredericksburg. Ich könnte ihm diese Stellung geben. Kann ich hier rein. Dann kann er nächste. Ah, okay, machen wir mal so. Weil da rein kann er nicht spazieren. Und wenn er das tut, dann ist er hier super angreifbar. Mal gucken, ob er die Einladung annimmt.
Gut, wie gesagt, da gucken wir einfach mal und mal ganz kurz gucken. Das war natürlich jetzt der letzte Angriff, war super kacke. Aber dann gucken wir mal rein. 7100. Wir haben ein bisschen mehr Verluste, wo er sagt. Das ist ganz nett. Mehr als er letzte Runde ausgegeben hat. Das ist super. Natürlich aber nicht, wie viel er maximal bekommt. Also, wir haben 1000 Punkte fast vernichtet. Okay. Und haben 200. Wobei, wir müssten eigentlich beide Runden nehmen. Ne? 1000 und das. Also, ist das seine Runde? Das ist meine Runde. 1000, das sind 300. 1300 ungefähr. Und wir haben verloren. 700. Oh, 900. Ist aber trotzdem nicht so viel mehr. Das ist schlecht. Also das hier, auch wenn es ein ganz netter Versuch war, noch schlimmer hätte er einfach nicht schief gehen können, ne? Weil 4 zu 2 und ich kriege 5 und er 1, das ist ja gut. Es hätte auch ein 3-3 geben können, ne? Das wäre nett gewesen, aber das. Okay. Nach der Entdeckung von Gold in Boys Basin kommt es zu einem Goldrausch. Aha, in Idaho. Ein paar Überfälle. Die Blockade. Okay, schade. Keine englischen Boni. Oh, also keine Boni, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Und dann hoffe ich, ich hatte das. Ihr hattet euren Spaß. Ich kriege das andere gerade nicht hin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.